Ach ja, die Liebe ist schon so eine Sache für sich. Der erste Kuss, der erste Liebeskummer, Horror-Dates und romantische Momente der Extraklasse, Erlebnisse, die auch den Let's Dance-Stars nicht unbekannt sind. Kurz vor der siebten Show, die ganz im Zeichen der Liebe steht, haben wir den Tanzpaaren deshalb mal auf den Zahn gefühlt. Besonders Profitänzerin Ekaterina Leonova kann sich noch sehr gut an ihren allerersten Kuss erinnern. Doch als sie ihre Knutschstory auspackt, fallen Bastian Bielendorfer fast die Augen aus dem Kopf. Warum? Das zeigen wir im Video. Janine Ullmann verbrachte Horror-Date auf dem Klo. Ich bin ein freches Früchtchen, darf man nie vergessen. Tja, da könnte unser Basti durchaus recht haben. Schon im zarten Alter von gerade einmal 8 Jahren hat der ehemalige Wer wird Millionär? Kandidat im Partykeller geknutscht. Und Janine Ullmann? Die 40-Jährige, die durch Let's Dance aktuell ihre sexy Seite entdeckt. Erinnert sich vor allem an ihr schlimmstes Date ever. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich laktoseintolerant bin, erzählt sie im RTL-Interview. Ups, mehr müssen wir wohl nicht sagen. Okay. Ein kleines Detail noch, vor dem Date hat Janine einen halben Liter Buttermilch in sich reingeschüttet. Bei Let's Dance-Profi Christina Luft ist Romantik Alltag. Aber es gibt auch besonders romantische Momente, an die sich die Let's Dance-Stars gerne zurückerinnern. Christina Luft ist mit Luca Henny zum Beispiel mit einem echten Romantiker verlobt, wie sie erzählt. Bei den beiden beginnt der Tag nämlich mit zuckersüßen Liebesbotschaften, schwärmt die Profitänzerin oben im Video. Einfach hochscrollen.